Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröner und ja, wir befinden uns hier auf der letzten Bahn Hafer, die wir jetzt einsäen in das gepachtete Feld. Ja, ich bin ja mal gespannt, was dabei so rumkommt hier. Also hier, ich glaube, ordentlich Hafer kriegen wir hier runter. Die Fläche ist ja gar nicht so klein. So. Oh, bei dem Stroh bin ich noch ganz wichtig, oder das ist mir sehr wichtig sogar, dass ich da ein bisschen mehr einbunkern kann. Ich weiß noch nicht, ich werde Rundballen wahrscheinlich machen, weiß aber nicht, wie gut oder schlecht das funktioniert dort dann nachher. Am Ende. Guti. So, was haben wir noch Schönes? Wenn wir damit durch sind, haben wir im März jetzt noch ein bisschen die Produktion angucken. Welche Produktion wollen vielleicht eventuell wo noch ein paar Produkte haben, die wir vielleicht auch verteilen können. Da sind wir ja noch nicht ganz firm. Bei der Tierfütterung steht ja auch aus, dass wir jetzt auch den Rest dort fertig bekommen. Also auch so in den orangen Bereich reinkommen. Bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das unbedingt muss. Glauben eigentlich nicht, aber wir werden sehen. Ich meine, Rüben kann ich immer reinschmeißen. Davon habe ich ja noch ein paar auf Lager. Wir müssen auch walzen. Genau, das liegt auf jeden Fall noch an. Da werden wir uns jetzt auf jeden Fall die Walze schnappen und dann werden wir erstmal zum Rübenfeld fahren und dann hier hinten hoch wieder. Es ist schon am Ende weg von unserem Hof, ne, dieses Feld. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum ich das so nicht beachtet habe. Erstens die Form, zweitens, weil es so weit weg ist. Aber eigentlich ist es ein guter Deal, dieses Feld dort, das zu kaufen. Also, falls ihr mal auf dieser Karte spielt oder sowas unterwegs seid, also das Feld kaufen ist glaube ich, kein schlechter Deal. Da kann man gut Geld mit verdienen. Man kauft nicht zu viel Klimbim, was drumherum steht, mit ein. So, Klimbim war übrigens mal eine Fernsehsendung, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, mit Dieter Krebs war das noch. Gott hab ihn selig. Der ist ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr der Dieter Krebs. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Die letzten Sendung, die ihr gemacht habt, war mal der Dicke und der Belgier. Da kann ich mich an einen Sketch erinnern. Da sehe ich die Bilder vor mir. Habe ich schon mal erzählt. Der Belgier, also mal halt ein Comedian aus Belgien, der so ein bisschen auch Deutsch hatte, aber er hat mit starkem Akzent, hast du halt gemerkt. Gut. Aber der wurde von. Also die haben eine außerirdische Rasse gehabt und der Krebs saß oben im Raumschiff und quasi der wurde auf die Erde runtergebeamt und stand dann neben Zapfsäulen. An einer Tankstelle. Und da muss er nach oben melden, was sehen sie denn dann gerade? Und sagt er, ja, die sind hier, aber sie reagieren nicht auf mich. Könnte sein, dass sie schlafen, ich weiß es nicht genau, irgendwas ist jedenfalls. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Besonderes so zu beobachten? Und dann fängt er halt an, dass halt das Geschlechtsteil der Erdbewohner extrem langsam ist, weil sie stecken es sich zum Schlafen ins Ohr. Ja, also solche Sachen, ich fand es damals lustig. Also, vielleicht war das dann auch noch, aber ich irgendwie finde es jetzt auch noch lustig. So, na egal. So, wir gucken jetzt ganz kurz mal in den Plan, was wir machen wollen und was wir gemacht haben. Also, was uns noch blüht in diesem Monat und was wir, blüht ist auch gut in der Landwirtschaft. So, gucken wir mal hier. Wir haben eingesät die Zuckerrüben. Da haben wir Säen mit Düngen. Ist erledigt. Und geplante Frucht Zuckerrüben. Aktuelle Frucht ist in Zuckerrübe. Da weiß ich noch nicht, was ich als nächstes mache. So, Striegel ist noch notwendig, Spritzen ist notwendig, Stein ist notwendig, Flügen nicht und Walzen ist noch notwendig. Gut. Änderung speichern. Dann haben wir das Haferfeld. Und zwar haben wir Hafer als aktuelle Frucht. Wir haben es gekalkt. Das weiß ich gar nicht. Habe ich es gekalkt? Wie sieht denn das da oben aus mit dem pH-Wert? Ist es jetzt hier gut oder ist es jetzt hier nicht gut an dem Feld? Hm.
Sieht auf jeden Fall komisch aus, ne? Und hier sieht es auf jeden Fall anders aus. Hier sind auf jeden Fall veraltete Daten vorliegen hier, glaube ich. Da muss ich mal neu holen. Aber ich glaube, ich muss das noch kalken, ne? Da muss ich nochmal drüber. Das sieht ja auch lustig aus hier. Wieso ist das da denn? So, da hast du im grünen Bereich, da ist mal irgendwie ein bisschen Kalk hingekommen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Kalkulator an und dann werden wir da mal Kalk drüber schmeißen. Den Kalkulator, na klar. Haben wir wieder ein tolles Wortspiel gemacht. Ha, Schenkelklopfer. So. Irgendwie hat er so einen leichten Hang. Also ich weiß nicht, was mein Lenkrad ist. Einen leichten Hang nach rechts. Das habe ich schon mal bemerkt, dass der Trigger das hat. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch noch eine Einstellung oder so. Ne, so. Gut, wie viel ist noch drin? Ja, okay, noch 64%. Damit lohnt es sich auf jeden Fall erstmal da hochzufahren und dort Kalk zu schmeißen. Und dann müssen wir die ganze Sache noch walzen. Na ja, gut, 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 gut. Da habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, dass ich hier noch kalken muss. Egal. So. Also dann. Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Bin ich jetzt auch gar nicht weitergekommen beim Gucken, ne? So. Jetzt die 3 drücken, dann fahre ich bloß noch 18 km/h, ne? Na, ist egal. Wir fahren nochmal ganz in Ruhe hin. Denke mal, dann kriegen wir das Kalken noch durch. Wo steht hier schon Käse draußen? Ja, eine Palette. Eine Palette Käse steht draußen. Wir können auch in die Innenansicht gehen. Da ein bisschen durch die Gegend fahren. Käse Grommet. Eine Palette Käse. Den kann ich, glaube ich, auch einlagern. Ne? Da müsste ich einen Lagerplatz für haben. Na gut. Ja, ans Kalken habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Da bin ich da. Nö, macht ja nichts. So, das ist aber nach dem Walzen, weiß ich gar nicht, wie sich das auswirkt. Da drauf, aber das werden wir auch sehen. Heute zumindest das Precision Farming Tool, dass wir dort etwas optimaler unterwegs sein werden mit dem Kalk. Auch die Frage, wie viel überhaupt verstreut wird. Könnte sein, dass wir dann ein paar Mal öfter fahren müssen. Also, von der Fläche her könnte es sein, dass unser Kalkstreuer da durchaus noch einmal leer geht. Und die 60%, die wir haben, da gar nicht so weit reichen. Aber das werden wir dann alles gleich sehen. Bin übrigens beim Säen mal irgendwie so ein bisschen träumerig gewesen und bin hier in den Fluss reingefahren. Also da die Böschung runter, über die Straße drüber und dann rein in den Fluss. Naja. Habe ich halt kurz geträumt, da war ich irgendwie abwesend. Hat so ein gleichmäßiges Brummen gegeben und das hat mich irgendwie doch eingeschläfert oder so. Deswegen also nie müde solche Arbeiten machen. Nicht, dass man dabei einschläft, sondern mal wird man wach, weil die Kabine voll Wasser ist. Nicht so schön. Dinge passieren. So. Dann hier hoch. Und dann werden wir gleich mal ganz kurz aus dem Trecker rausfallen und dann mal gucken, inwieweit hier der Kalkbedarf ist. Ja, der Wert ist okay. Es ist gar nicht so viel. So, dann ausgeklappt ist, oder? Moment, wir gucken. Nee, ist nicht ausgeklappt. So. Und dann legen wir mal los hier. Ich kann doch schneller, oder? Ne, im Tempomat kann ich ja nicht. Kann ich nicht schneller. Na gut. Ist okay. So, dann drücken wir mal auf die 3. Dann drücken wir mal Steuerung C, X. Escape. Nicht aus dem Trecker fallen. Nee. Ganz ruhig geblieben. Steuerung und immer ein bisschen hier reinholen. So. Und dann jetzt Abfahrt. So, ruckelt ganz kurz, macht aber nichts. Ja, könnte da so ein, zwei Becher frei bleiben.
Macht aber nichts. So. Gut, nehmen. Also so viel Kalk ist das gar nicht, was hier rausgeht. Das ist okay. Also es sind wirklich bloß 0,37 pH-Wertänderungen, die hier gemacht werden. Oder 0,5 von vorne. Dann ist es ja gar nicht so wild. Na, hier am Rand wird es wieder ein bisschen mehr. So, dann mal hier rum. Und weiter geht's hier. So, das macht sich doch. Ne, das lässt sich doch gut ansehen. Das ist schön. Gut, okay. Wir wollen ja auch, ne, wenn der Hafer schon kommt, dann natürlich auch mit bestmöglichen Voraussetzungen. Warum ich das nicht vorher gekackt? Das hätte ich ja echt vorher machen können, also vor der Aussaat oder so. Naja. Irgendwie nicht dran gedacht oder nicht drauf geachtet, muss man ja dann auch so ehrlich zugeben, wenn man das gemacht hat. Ja, ansonsten ist der Start in die Woche war erstmal sehr erfolgreich bei mir. Also für gut was geschafft, gut was auch weggeschafft, also auf Arbeit, auch im privaten Bereich. Das ist erstmal schon mal ganz gut gelaufen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Start in die Woche. Keine wilden Ereignisse, die euch irgendwie negativ beeinflusst haben, damit man, sag ich mal, mit einer einigermaßen guten Laune dann durch die Woche kommt, weil wenn so ein Montag, wenn ihr gut Wasser ein bisschen so die Laune verhageln kann, ist das Wetter, ist ja eher so ein bisschen matschig und muddelig, also nichts Halbes und nichts Ganzes, also nicht Regen, nicht Sonne, nicht Schnee, nicht kalt, nicht warm, das ist alles so, ach, ich weiß nicht. So, entweder minus 5 Grad oder halt plus 10, aber nicht dazwischen so. Das ist alles. Boah. Also momentan. Das ist so ein richtiges Erkältungswetter, glaube ich, auch so, dass man sich so eine Erkältung wegholt. Wenn man also draußen dann so mit also rumflitzt und so. Das kommt mir zumindest so vor. Ob so ist, weiß ich nicht, aber. Das kann jetzt wieder so ein Arzt mal beantworten. Der da ein bisschen, vielleicht wird noch was gehört und auch Ahnung davon hat, welche Wettersachen extrem sozusagen die Erkältung beeinflussen oder in die Richtung beeinflussen, dass es halt mehr Erkrankungen gibt. Ich glaube, da gibt es mehr als genügend Statistiken drüber, die dann da geführt werden, wo dann einfach Leute dann sagen können, oder dann auch mal Auskunft geben können, was das ist. Aber, wie gesagt, irgendwie fühlt es sich so an, wie so ein Erkältungswetter. Und ich hoffe, dass ich es nicht kriege. Das wäre, nee, das wäre gar nicht so schön. Da habe ich ganz wenig Lust drauf, aber krank sein will ja eh keiner. Also von daher ist das natürlich verständlich. Aber hier draußen muss man richtig nachlegen, ne? Auf dem gelben Bereich. Da fliegt richtig der Lehm raus, der Lehm sei schon der, der Kalk raus hier, das ist ja richtig. Huiuiui. So, ist ja schon. Da komme ich nicht mehr weit jetzt. Okay. Hier draußen auf Lehm. Lehm braucht also sehr viel Kalk. 7 Tonnen pro Hektar. Ja, dann fahre ich ja nochmal. So. Okay, das ist also jetzt erstmal. Hallo, gibt es hier nicht irgendwo noch eine Brücke oder so? Oder eine Furt, wo ich da durchkomme? Nee, ne? Also wirklich ganz außen rumfahren. So, na dann. Müssen wir mal los und holen mal Kalk. Die Linien hören ja irgendwann auf, ne? Die verschwinden ja einfach. Genau. So. Rum um das. Um die Haarnadelkurve. Das perfekte Formel 1 angefahren. Schön immer am Scheitelpunkt gewesen. Oh, das geht auch wieder los. Es war ja jetzt am 31. Also heute, bei mir ist ja der Rest heute, war ja die erste Vorstellung vom ersten neuen Formel 1 Wagen von Haas. Ja gut, okay. Sie werden nicht alles zeigen, was sie neu haben. Hauptsächlich ist das eigentlich so ein bisschen Lackierung zeigen und präsentieren, was wir haben. Aber die aerodynamischen Details, ähnliches, die werden da sowieso nicht zu sehen sein, dass man da jetzt irgendwie schon mal ableiten könnte, wo geht's hin, wo kommt's her, also
Viele behaupten ja, dass da jetzt sehr viel von Ferrari rübergewandert ist, auch, dass sie diese Badewanne in den Seitenkästen, also diese Vertiefung, die an den Seitenkästen mal ums Bodywork herum, dass das so ein bisschen mit reingenommen wird. Ich vermute stark, dass das dadurch einen kühlenden Effekt auch hat, weil halt eben die Luft, die oben drüber strömt, er sorgt dann so ein bisschen für einen Unterdruck an der Stelle und zieht halt mehr Luft durch den Motor durch. Und dadurch wird dann, oder durch die Kühler durch, und dadurch wird dann halt eine bessere Kühlleistung erreicht. Ich glaube, deswegen haben die da so einen, diesen Effekt dort eingebaut an der Stelle. Ich meine, die Dinger, die fahren ja eh so schnell, dass da ein ständiger Sog nach oben auch mal entsteht, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Könnte aber auch für sehr viel Verwirbelung sorgen. Ich bin da nicht so ganz so drin in diesem Aerodynamik-Zeug. Ich bin immer wieder erstaunt, auf was für Ideen auch die Ingenieure dort kommen und wie sie das denn alles so hinbekommen und hinbauen. Also allergrößten Respekt vor den Leuten, die dort arbeiten. Und das ist ja nun mittlerweile, haben die auch einen extremen Kostendruck in der Formel 1 durch das Salary Cap. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ne? Also Salary Cap würde ich mir für einen Fußball auch wünschen, nur das Problem ist, wenn du in einem Land Salary Cap einführst und in einem anderen nicht, dann hast du ein richtiges Problem, dann bist du einfach nicht mehr konkurrenzfähig und ist so lange, wie es einen Spielertransfermarkt gibt, wo Spieler für eine Unterschrift unter einem Vertrag geht, das ist jetzt natürlich, ne, das ist jetzt Ronaldo-Ding, aber dort schon höhere Millionenbeträge bekommen, nur dafür, dass sie unterschreiben, also ne, also solange wieder solche Summen durch die Gegend gehen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das auch noch eine Form von Geldwäsche ist oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einzelner Fußballspieler so viel Geld wert sein kann, dass man da so viel ausgibt. Ja, was man sagen muss ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel zum FC Bayern Ronaldo holst, machst du das nicht, weil er der Fußballgott schlechthin ist. Gute Spieler hast du, die auch auf dem Level agieren können. Du machst es natürlich aus Marketingzwecken und der Marketingpreis, der wird oder muss halt eben auch bezahlt werden. Und ich glaube auch, wenn so ein Ronaldo denn nach Bayern kommen würde, da wirst du instant eine Million Trikots los mit seiner Nummer drauf, wo sein Name steht. Und so ein Trikot im Merchandise, keine Ahnung, Herstellung, mache 20 Euro sein, das ist auch viel. Und die verkaufen das für 80 Euro, 60 Euro pro Ticket in Gewinn. Da kommt schon ordentlich Geld rein, ne? Weiß ich nicht, ob die Marge da so groß ist, aber ich denke mal, bei Fanartikeln ist die Marge schon extrem hoch. Also ich habe hier ich hab ein Trikot vom DFB gekauft, von der Damenauswahl. Von der Frau Oberdorf. Also, hat halt 98 Euro gekostet, ne? Und ich weiß nicht, ob die Gestehungskosten von diesem Shirt das unbedingt widerspiegeln. Ich denke mal, da verdienen die richtig gut Geld mit. Ja, okay, solange wie Leute bereit sind, das zu bezahlen und solange wie man das so machen kann, solange wird der Preis da bleiben, ne? Das ist halt, so ist der Markt, ne? Also jetzt kam ja Forspoken raus und da muss ich ehrlich sagen, nee. Also die Preisentwicklung bei den Spielen, glaube ich 80 Euro war das zum Release. Das ist denn schon ganz schön teuer. Also da muss ich sagen, boah, gut, bei den Keysellern oder ähnliches hast du für 60 gekriegt oder 58. Das war aber das Niedrigste, was ich gesehen habe, aber nee. Gut, jetzt auch, weil es ein Spiel ist, was mich jetzt nicht so interessiert. Ich muss dazugeben, ich habe für Hearts of Iron 4 habe ich auch das Generals-Paket gekauft, auch bei Crusader Kings 3, das große Monarchen-Paket, oder wie auch immer sich die das nennen da, aber halt eben wirklich dann mit sämtlichen Zeug, auch hier bei LS und so. Also im Grunde gebe ich natürlich auch für Spiele 80 Euro aus, ohne mit der Wimper zu zucken, aber weiß ich nicht, also jetzt... Ich weiß nicht, ob das so weitergeht. Also ich denke mal, dann werden solche Titel wie LS demnächst auch nochmal ein 5er oder ein 10er oben drauf legen bei den Kosten. Oder so ähnlich. Und dann, ja, dann wird es irgendwie schon
Ja, das werden sie, glaube ich, schon merken, dass dann nicht mehr ganz so viele Einheiten abgesetzt werden. Aber wie gesagt, solange wie die Leute bereit sind, wie ich zum Beispiel 98 Euro für ein Trikot zu bezahlen im Merchandise-Shop, solange wird sich da auch nichts dran ändern an dem Preis. Der wird eher nach oben gehen, weil es immer mehr Leute gibt, die da was kaufen wollen und ähnliches. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich trage das auch dann im Alltag, also auf Arbeit oder so. Ich trage das T-Shirt dann auch. Ist jetzt nicht so, dass ich das an die Wand hänge oder so. Sollte ich ja nicht machen bei dem Preis. Aber nee, ich trage das einfach wirklich. Also da. Und sehr merkwürdig, man muss sich dann auch wirklich Sprüche für anhören, dass man ein Trikot. Die Nummer 6 ist doch gar nicht Oberdorf, die Nummer 6 ist doch, ich weiß gar nicht, wer es in der A-Nationalmannschaft Deutschland ist. Ich glaube, Groß oder so, keine Ahnung, irgendeiner. Ich weiß nicht, wer die Nummer 6 ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wurde ich dann das wirklich angehört, nee, das ist vom Frauenteam. Ja, und wenn du für Fußball so interessiert bist und sonst irgendwas, dann solltest du auch erkennen, dass das Trikot halt eben nur 2 Sterne hat und nicht 4 Sterne, weil die Frauen waren halt erst 2-mal Weltmeister. Und die Männer halt schon 4-mal. Aber naja, das sind halt so kleine Details, ne? Da achtet nicht jeder drauf. Gut. Sollen uns aber jetzt nicht weiter stören. Wir werden jetzt erstmal wieder die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden hier, oder ich werde jetzt hier noch zu Ende kalken und wir werden uns dann zum Walzen wiedersehen. Werden dann aber erstmal das Zuckerrübenfeld walzen, denke ich mal, dass ich damit anfange. Weiß auch noch nicht, wie weit jetzt hier das ausreicht, denn es ist doch, kommen jetzt doch ein paar mehr lehmige Ecken hier, glaube ich, vom Boden, wo dann jetzt doch ein bisschen was rausgeht. Obwohl, hier ist lehmiger Sand. Da geht's noch, da brauchen wir bloß einen geringeren pH-Wert. Aber oben das gelbe Ende. Das ist ja immer richtig teuer da was Kalk angeht. Es könnte also sein, dass ich nochmal die große Tour fahren muss und nochmal Kalk holen muss. Wir sehen uns bis denn. Tschüss!